Servus zusammen. In dem Video schauen wir uns an, wie man die Sonnenblenden oder Schminkspiegel oder wie ihr es denn nennen wollt, beim Opel Insignia wechselt. Ihr seht, ich habe mir zwei Stück geholt und jetzt, ihr seht, sie sind nicht ganz so sauber. Ich werde sie jetzt reinigen, jetzt auch, wie ich das mache und dann zeige ich den Einbau und ich hoffe, dass es dann nicht so lange braucht wie ich, bis zum Reinigen. Wie gehe ich vor beim Reinigen? Natürlich gibt es unzählige Wege, wie man zum Ziel kommt. Ich habe einfach einen Pinsel genommen, ein Reiniger, der für Plastik geeignet ist. Das ist ja eigentlich Plastik. In den meisten Fällen vielleicht habt ihr es Leder. Bei mir ist es auf jeden Fall Plastik. Ich weiß es nicht, ob es unterschiedliche Materialien gibt. Aber dann einfach mit dem Pinsel einarbeiten und den Dreck lockern und dann mit einem nassen Mikrofasertuch oder ist ja wurscht, was ihr habt, mit der Küchenrollen, mit ohne was, einfach dann den Dreck und den Reiniger aufnehmen und sauber machen. Und dann soll es eigentlich fertig sein. Wenn das nicht funktioniert, nehmt ihr auch einen Schwamm, warmes Wasser und versucht das gleiche auch nochmal mit dem Reiniger. Weil bei einer Sonnenblende hat es gut funktioniert, bei der anderen habe ich einen Schwamm gebraucht und lauwarmes Wasser. Das hat dann super funktioniert, dann ist alles abgegangen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen zur Reinigung. Ich zeige euch jetzt, ihr seht es einfach abwischen. Egal was ihr habt, es werdet schon auf die Idee kommen, das richtig zu reinigen. Wenn irgendwas Fettiges ist mit einem fettlösenden Mittel, also gibt ganz viele verschiedene Sachen, die sein könnten, ganz verschiedene Schmutz, der sich oben befinden könnte, müsst ihr selber dann herausfinden, was bei euch funktioniert. Ihr habt einfach normalen Plastikreiniger genommen, eingesprüht, einwirken lassen, dann einfach mit dem Pinsel bearbeitet, abgewischt. Beim anderen habe ich es mit lauwarmem Wasser gemacht, aber auch mit dem Reiniger und davor lauwarmes Wasser drüber. Dann mit dem Schwamm, aber mit der weichen Seite und ein bisschen fester schrubben, hat super funktioniert. Ja, genug zur Reinigung. Weil ich habe mir die gebraucht im Internet bestellt, deswegen muss ich sie ja reinigen. Wenn ihr sie natürlich neu kauft, dann ist der Schritt in den meisten Fällen nicht nötig. Aber wahrscheinlich werdet ihr euch die AAA gebraucht holen, wenn eure irgendwas nicht passt. Also einfach anschauen und ja. Schritt 1, man startet, indem man die Abdeckung von den Schrauben entfernt. Die Abdeckung ist oben geklipst und dann müsst ihr es einfach herausklipsen und dann gibt es da so einen Schlitz. Da biegt ihr eine Seite nach oben und eine nach unten. Also somit könnt ihr dann mit etwas Geschick die Abdeckung komplett von der Halterung entfernen und dann habt ihr einen freien Zugang zu den Schrauben. Danach braucht ihr einen Torx 15 Bit oder einen Schraubenzieher oder sonstiges, mit dem einfach die Schrauben herausdrehen und danach hält nur mehr so Befestigung, wo sich halt das Plastik reinhakt. Das hält dann noch die Sonnenblende fest. So, und dann kommen wir zum dritten Teil, zum Entfernen oder die Sonnenblende endlich zu lösen aus ihrer Halterung. Da gibt es, wie schon gesagt, die Plastikbefestigung und man muss dafür, wie kann man sowas nennen, zwei so Hebel einfach nach innen drücken und dann löst man somit. Dann wird es oben auch schmaler und somit kann man dann die Sonnenblende herausziehen. Das kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie ihr euch traut oder wie es händisch begabt seid, kann es ein bisschen länger dauern, aber es funktioniert irgendwann mit der Zeit. Also herausziehen, ich würde sogar jetzt im Nachhinein machen, einen außerziehen, eine Seite dann schon kräftig nach unten ziehen, danach die andere Seite halt zu nach innen drücken und dann soll es funktionieren, die Sonnenblende von ihrer Befestigung zu lösen. So, da seht ihr die zwei Hebel, die muss man nach innen drücken und dann kann man die Befestigung herausziehen. Schritt 4 ist das Kabel zu finden, oder besser gesagt nicht zu finden, sondern herauszuziehen und dann den Stecker zu lösen, dass ihr die Sonnenblende endlich heraus habt. Dafür müsst ihr sehr kräftig am Kabel ziehen,
weil es oben im Dachhimmel festgeklebt ist in den meisten Fällen. Die Fahrerseite war viel einfacher als die Beifahrerseite. Beifahrerseite muss man echt kräftig ziehen. Ihr seht, Fahrerseite, oben habt ihr schon ganz leicht gesehen, sieht man schon den Stecker, wo die Sonnenblende befestigt ist. Nach 100 Jahren probieren, kommt man mal auf die Idee. Und ja, ihr seht, das hat eigentlich eh keinen Sinn. Das ist der Übeltäter. Der da. Wie es denn rauskriegt, weil es ist, ich müsste das die, ja, ein bisschen drehen und dann sieht es, da drin ist er befestigt. Was das biegt es nach oben. Schau, das kommt so rein. Das wird nach oben gebogen und dann kommt das eine Plastikteil da, hebt sich fest. Das wird nach oben gebogen und dann kommt es raus und das wird nach oben gebogen und dann kommt es wieder rein. Mit zwei Katzen auf dem Schoß als Hilfe geht es gleich doppelt so schnell. Jetzt wird so nach oben bogen, eine fahren und nach oben biegen und dann eine schieben. Dann nochmal habe ich gerade aktuelle Aufnahme gefunden, wie man den Stecker entfernt. Seht, kurzer Test. Gott sei Dank nichts bei der Verbindung passiert. Danach einfach alles nach oben ziehen und dann da hinten, also da oben, wie ihr seht, das weiße Teil, da werden die Schrauben reingeschraubt. Und das hebt man das Dach oben ein bisschen fester. Das, da gibt es so, klein, so einen kleinen Teil. Da gibt es wie so eine Einkerbung. Und da wird dann das Kabel durchgeführt, dass man dann auch, ja, dass man es dann auch alles befestigen kann. Also einfach das Kabel komplett zurückziehen und dann oben im weißen Teil in die Befestigung rein und schauen, dass es dann mit eurer Sonnenblende funktioniert und ihr dann einfach alles wieder zusammenbauen könnt, schnell. So, da habe ich nochmal alles für euch beschleunigt, damit ihr seht, was das eigentlich für eine nervige Aufgabe ist, dass es echt so fummelig ist, das zu machen, aber am Ende zahlt sich aus, wenn dann die Sonnenblende normal funktioniert. Wenn man es dann nach dem ganzen Probieren eigentlich einmal geschafft hat, ist man froh, dass man weiß, bleiben wir drei Schrauben rein, die Abdeckung und die Aufgabe ist erledigt. Jetzt am Ende nochmal ein kleiner Tipp, besonders für die Beifahrerseite. Ich habe ja, wie schon gesagt, die Sonnenblenden gebraucht gekauft. Und was ist mir aufgefallen, auf der Beifahrerseite war der Stecker nicht oben. Man hat einfach das Kabel abgeschnitten, musste natürlich den alten anwenden, das Kabel richten, dass der neue Stecker funktioniert. Wieso, ist jetzt die Frage, habe ich mich schon von Anfang an gefragt, war der einfach zu faul? Na, man merkt einfach, wenn man selber die Sonnenblende wechseln will, das ist bombenfest. Der Stecker oben. Es ist wirklich bombenfest. Mein Tipp, wenn es dann alles entfernt habt, also die Sonnenblende, wenn es einmal am Kabel hängt, greift ihr dann von der Windschutzscheibe aus in den Dachhimmel hinein, zieht ihn leicht herunter und versucht mit dem Finger den Stecker zu finden. Es könnt ihr nicht nur mit dem Kabel ziehen und von dort aus reißt es dann den Stecker, der geklebt ist, so fest wie es könnt, ziehen, drücken, irgendwas, dass es ihn losbekommt und dann funktioniert der Rest eigentlich genau gleich wie auf der Fahrerseite, tadellos. Ihr seht, tadellos funktioniert. So einfach unter Anführungszeichen wechselt man die Sonnenblende beim Opel Insignia. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, ich hoffe, euch gefällt das Video und ja, danke, servus, ciao.